Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Pum. Kiste. Ja, ich hab mich schon gefreut. Kristall? Ne, sind bloß diese Edelsteine. Hüpfen. Hatte ich glaube ich auch schon als Debut, ne? Ja, hüpfen hatte ich schon. War das nicht der Rückwärtssalto oder war das was extra? Hüpfen. Ach ja, genau, so ist Hüpfen. Du hüpfst zum Beat, ja. Wie ein Gummibär, ist klar. Haben sie wohl irgendwie falsch übersetzt oder so? Ist da hinten noch. Ne, das ist bloß Flottenkommando. Tanovik, da hätte ich schon das erste Gespräch mit Tanovik, aber ich werde damit warten, bis ich mehrere Gespräche mit ihm habe, beziehungsweise bis ich ihn komplett hochgelevelt habe, falls es überhaupt geht. Da möchte ich alle Gespräche auf einmal haben. Ist quasi so eine Gefährtenfolge, nur mit Tanovik. Bei den anderen Gefährten habe ich es ja immer verpasst, irgendwie eine ganze Folge nur mit einem Gefährten zu machen, sondern habe ich dann ab und zu mal zwei Gefährtengespräche gemacht, aber so ein bisschen durchmischt, wo dann halt von jedem etwas war. Ist natürlich auch ein bisschen unübersichtlich, wenn man mal irgendwie von einem Gefährten eine bestimmte Quest-Story wissen möchte oder die Hintergrundinformationen haben möchte. So, ich habe mich entschlossen, ich fliege einfach mal nach Tatooine. Die Mission Endloser Sand konnte ich leider noch nicht hinnehmen, aber ich kann hier die Story-Quest machen von Arik. Beziehungsweise die, ja, Klassen, ja, das ist die Klassen-Quest. Klassen-Story, nein, Klassen-Story ist es auch nicht, Gefährten-Story, so. Schon wieder zu spät hier, also das ist auch die letzte Aufnahme heute, dann werde ich ins Bett gehen. Morgen muss ich mal gucken, ich habe gar nicht mehr genug Kisten. Beziehungsweise ich habe jetzt gar keine mehr, es war die letzte Kiste. Credits dürfte ich jetzt haben, für noch eine weitere Kiste. Wenn ich mir die billigen Kisten kaufe, dann vielleicht zwei oder drei, aber hm. Da haben wir dann noch mehr Schund drin als sonst. Wobei ich ja sagen muss, die schlimmste Kiste war die mit den beiden Emotes. Zwei Emotes Gefährtengeschenke, das war wirklich das ekelhafteste, was ich jemals hatte. So, wo sollen wir jetzt hier hin? Hier im Raumhafen ist es noch nicht. Hätte sein können, hier irgendwie ein geheimer Bunker, geheime Luftschleuse oder was auch immer. Akzeptables Risiko heißt sie und wir müssen... Ja, war ja klar, dass wir wieder sonst wohin müssen. Ja, wie kommen wir denn da hin? Ist da nicht ein... Nee. Doch, da war doch ein imperialer Außenposten. Ja, das wird lustig. Schwarzmarkthändler. Ach nee, der imperiale Außenposten war da. Wir müssen... Ja, okay. Passt. Wo fliege ich da am besten hin? Ja, muss ich ja dort... Ja, müssen wir trotzdem an einem Außenposten vorbei von den Imperialen. Und die Mission Endloser Sand kann ich auch nicht machen. Boah, wie viele Quests gibt es denn hier? Vier Stück. Waren das alles Heldenmissionen oder wie? Habe ich die hier nicht gemacht? Das Gute ist ja, jetzt passt sogar mein Erholungsschiff dazu. Jetzt müsste ich noch so ein dicker Hutte sein und jetzt durchs Dünenmeer fahren, das wäre richtig cool. So, wo war das denn jetzt hier? Akzeptables Risiko, da kommt man auch durch. Da wird es mir angezeigt. Ne, das ist glaube ich... Da geht's durch die imperiale Basis eigentlich. Aber mir war so, dass es hier oben auch irgendwo eine Höhle gibt, wo man durchkommt. Bloß dummerweise wird die jetzt nicht angezeigt, sondern der will einem unbedingt den Weg durch die imperiale Basis zeigen. Das ist aber ein bisschen bescheuert, finde ich. War hier nicht noch eine Höhle? Also nicht Höhle, sondern ein Tunnel halt, ein Durchgang. Das war das. Na, ich glaube, ich werde das mal rausschneiden. Hier ist sie. Kurz davor, also denke ich mal, dass es jetzt ist. Ja, genau, hier fährt man durch. So kann man nämlich den Außenposten da umgehen. Normalerweise kommt man da ja nicht durch, weil da ja auch 50er drin sind.
Die hauen dann einfach kaputt. Jetzt muss ich aber hier dummerweise durchgehen. Das kann auch wieder dauern. Ich werde mal bis zu der Story-Eingangsphase gehen. Also bis gleich. So, da wäre ich angekommen. Endlich. Mann, hat das gedauert. Lange Fahrt hier. Hoffentlich ist die Story wenigstens, die Phase hier wenigstens klein. Also groß ist sie nicht. Finde und befreie Lieutenant Torf. Torf. Das wird helfen. So. Komm schon. Stirbst du? Ich hätte erstmal auf die Schwachen gehen sollen. Aber naja. Trotzdem kein Problem hier. So, hier ist der Lieutenant. Achso, ich muss Arik holen, stimmt. Ist ja eine Gefährtenquest von Arik. Waffe geladen. Auf die Füße, Soldaten. Lieutenant Jordan? Was macht ihr hier? Es heißt jetzt Sergeant Jorgen und ich hole euch hier raus. Wir warten schon seit Wochen auf Rettung. Wer ist das? Ich bin Jorgens Vorgesetzter. Ihr habt uns erwartet? Ihr beschwert euch hoffentlich nicht. Ich bin der Kommandant des Chaos-Trupps. Der Chaos-Trupp? Ist mir eine Ehre. Okay, das reicht mit Stiefelküssen. Ich will antworten, Torf. Wie seid ihr überhaupt da reingeraten? Steht doch alles in der Missionsbeschreibung. Hat Zane euch nicht eingewiesen? Zane? Ihr meint Oberagent Zane? Der Mann hat uns nur Ärger gemacht. Also hat er euch nicht... Oh, dann darf ich nichts weiter sagen. SID-Befehle. Ihr schuldet uns was. Ihr arbeitet mit dem SID zusammen? Ich bin enttäuscht, Jorgen. Wir haben euch gerade das Leben gerettet. Fangt an zu reden. Aber wir... Okay. Also, wir haben uns freiwillig schnappen lassen. Teil einer streng geheimen SID-Operation. Sie haben Peilgeräte in uns implantiert. Der Plan war, uns durch imperialen Raum zu folgen, um herauszufinden, wo das Imperium seine Kriegsgefangenen hinbringt. Dann sollten wir gerettet werden. Ja, und was ist, wenn das Imperium seine Kriegsgefangenen direkt in den Vulkan schmeißt oder überhaupt töten oder so? So weit hat er nicht gedacht, ne? Das war sehr mutig von euch. Aber sie haben euch nicht gerettet. Was für eine blöde Idee. Für so eine Mission braucht es viel Mumm. Das wäre ein großer Erfolg für die Republik gewesen, wenn es funktioniert hätte. Niemand hat damit gerechnet, dass uns das Imperium trennen und in ein Arbeitslager stecken würde. Überrascht mich, dass der SID uns nicht schon dann rausgeholt hat. Typisch SID. Ihr hättet wissen müssen, dass man diesen Typen nicht trauen kann. Die Gelegenheit war zu günstig. Ihr wisst, wie viele unserer Soldaten in diesen Lagern stecken. Was, wenn euch die Imperialen hingerichtet hätten? Springt nicht zu hart mit ihm um. Der SID ist schuld. Dieser Junge hat jetzt das Kommando. Torf ist ja noch grün hinter den Ohren, genau wie ihr sagtet. Das habt ihr gesagt? Ich sagte auch, dass ihr Potenzial habt. Ich hätte an eurer Stelle sicherlich dasselbe gemacht, Torf. Wir diskutieren das später mit dem SID. Jetzt bereitet euch erstmal auf eure Evakuierung vor. Ich rufe einen Transporter, um euch Jungs nach Hause zu bringen. So, sie sind weg. Ich hoffe für den SID, dass sie einen guten Grund haben, diese Männer zurückzulassen. Wir wissen, wen wir fragen müssen. Kommt damit klar. Und wenn nicht? Zane ist involviert. Vielleicht erleuchtet er uns ja. Auf jeden Fall wird er etwas über eure Rettungsmission zu sagen haben. Zumindest haben wir alles getan, was wir konnten.
Ich kümmere mich um die Entschlüsselung der restlichen Koordinaten. Boah, krass. 30.000 Erfahrung, fast Level up hier. So, dann werde ich jetzt mal zurück. Flottenpass habe ich nicht mehr, aber ich werde zurück zum Schiff und ich hoffe, dass ich dann noch ein weiteres Gespräch mit Arek machen kann. Weil sonst wird diese Folge ein bisschen kürzer. Mache ich vielleicht noch eine Runde PvP mit hinten ran oder... Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Also, Gefährtengespräche gibt es hier nicht mit Arek. Deswegen fliege ich einfach mal nach Quash. Wo ist denn der Planet überhaupt? Ich vergesse das jedes Mal, weil das so ein kleiner Durchgangsplanet ist. Da hat man ein, zwei Missionen drauf und dann ist man auch schon wieder runter, also auch nicht so spannend. 36 bis 37, bin ich auch überlevelt. Sehr schön. Hier habe ich übrigens das 200 Abonnenten-Special gemacht. Da wurde die imperiale Basis auf Quash eingenommen von den Republikanern. Da habe ich halt das Video gemacht. Mit der Two Steps from Hell Music. Gefährten haben Primärattribute, genau wie Spielerklassen. Die Primärattribute, das Primärattribut Stärke ist... Was? Nee, das... Naja. Egal, spät. So, das ist hier die Orbitalstation von Quash. Mit dem Typen muss man, oder muss man nicht, aber man kann mit ihm reden. Willkommen auf Quash. Ihr gehört zum Chaos-Trupp, nicht wahr? Gut, dass hier mehr Sondereinheiten eintreffen. Wollt ihr den Imperialen in den Hintern treten? Wasta mi chakukadumaji tahus hagua upa chisa kava kyotopa bubanda bakawanki. Ja, nee, er hat gesagt, er hofft, dass wir nicht wegen der Aussicht hier sind. Wo wir gerade davon sprechen, ihr werdet das hier brauchen, um in der Atmosphäre von Quash überleben zu können. Sucht einen Sanitäter auf, wenn die Wirkung nachlässt, um noch eine Dosis zu erhalten. Was ist unsere Mission hier? Was gibt es alles da unten? Wie lange hält es an? Der Planet muss wichtig für die Republik sein. Weshalb? Nira de Saslimo, Krispa doe Kankin. Crashgift, die Chemikalie in der Luft. Das Imperium hat davon Wind bekommen und den Planeten mit Soldaten und Kampfdroiden überschwemmt. Ja, ja. Die Quash ist für seine Exporte von Chemikalien berühmt. Das macht die Sache schwieriger. Genug geredet. Giftig und umkämpft? Ich kann mir vorstellen, dass ein Krieg in giftiger Atmosphäre nicht gerade einfach zu führen ist. Die Luft ist weniger problematisch als das Gelände. Quash besteht nur aus Sumpf. Schwierig für Maschinen. Noch schwieriger für Soldaten. Gut, ihr dürft nun auf die Planetenoberfläche reisen. Gebt einfach Bescheid. Dann mal los. Ich bin noch nicht so weit. Ich sehe mir diesen giftigen Planeten mal an. Sprecht nach der Landung mit General Corvin. Er erklärt euch die aktuelle Lage. Viel Glück. Gut, dann wollen wir mal los. Credits gibt's hier. 271, wow. Wenn man mal guckt, ich habe schon wieder 628.000. Ich habe die Kiste insgesamt, also reingestellt habe ich die Spieljägerkiste für 450.000 ins Auktionshaus. Aber für 423.000 habe ich sie dann letztendlich verkauft. Weil es wurden auch noch Handelsgebühren abgezogen. Ganz schön hoch eigentlich, finde ich. So, was machen wir jetzt hier? Je schneller wir hier fertig sind, umso schneller kommen wir hier wieder weg. Bewegung! Wow, das ist ja eine richtige Weisheit, Arek. Rettungseinsatz und Giftschutz. Gehen wir erstmal, ja, wo gehen wir zuerst hin hier? So viele Gespräche zum Annehmen. Ist das die Kantina hier? Das Einsatzhauptquartier. Stimmt, ich glaube, die Kantina war da oben, ne? Die hat der Eddie mir gezeigt. Genau, da ist sie. Links oben ist die Kantina. Gleich mal freischalten.
Jetzt bin ich mit zwei Charakteren. Naja, das kann ja was werden. Wir haben uns eingegraben, Major. Aber die Imperialen greifen weiter an. Und Verteidigung war noch nie meine Sache. Haltet noch etwas durch. Der Chaos-Trupp ist gerade angekommen. Ich bespreche alles mit ihnen und schicke sie dann zu euch. Verstanden. Wir werden sie schon irgendwie beschäftigen. Korea Ende. Melde mich zum Dienst. Hört sich übel an, da draußen. Machen wir schnell. Wie ist die Lage, Major? Die Lage ist chaotisch. So sieht's aus. Bei einem Bunkerangriff der Tresorknacker ist von vorne bis hinten alles schiefgelaufen. Viele Informationen, ein Alarm und schon haben die Imperialen ihre Truppen losgeschickt. Jetzt sind Korias Leute umstellt und in der Unterzahl. Wenn wir ihnen keine Bresche schlagen, wird jeder in dieser Truppe sterben. Das werde ich nicht zulassen. Habt ihr einen Plan? Was soll ich tun? Es ist mir egal, wie viele Imperiale dort sind. Wir holen unsere Leute da raus. Na dann, rücken wir aus und schlagen hier ein paar Köpfe ein. Wie lautet der Plan, Major? Wir setzen auf Ablenkung. Scouts haben tief hinter den Linien eine imperiale Kommandozentrale entdeckt. Dort werdet ihr zuschlagen. Ausrüstung, Fahrzeuge, Personal. Alles, was nach Imperium aussieht, wird durchlöchert. Die Imperialen werden zurückkommen, um euch aufzuhalten. Und das wird den Tresorknackern die benötigte Zeit zum Rückzug geben. Das schaffe ich schon. Es gibt doch auch andere Optionen. Dann sitzt mein Trupp aber in der Falle. Gebt mir die Koordinaten, dann mache ich etwas Lärm, Major. Wir werden uns von den Schwachköpfen nicht so leicht unterkriegen lassen. Sobald die Imperialen abrücken, wird Korea euch kontaktieren, damit ihr alle verschwinden könnt. Es warten Gleiter auf euch. Fliegt hin und erteilt den Imperialen eine Lektion, die sie nicht vergessen werden. Boah, was brüllt denn hier so rum? Klar, ich mache mich auf den Weg. Mache ich mich jetzt schon auf den Weg? Nee. Ich werde mich jetzt nicht auf den Weg machen. So, in die Kantina-Stellen brauche ich mich ja nicht. Es sind ja Doppel-EP-Wochenenden, da zählt das ja nicht mit. Wenn man ausgeruht ist, man ist so oder so ausgeruht und dann hat das Doppelte von der Erfahrung dann. So, gehe ich da drüben noch rein? Nö, das mache ich in der nächsten Folge. Ich sage jetzt hier erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal, euer Commander Peace. Peace out. Ich werde ins Bett. Gute Nacht. So, ich habe mich überlegt, ich habe glaube ich nur 16 Minuten aufgenommen bis jetzt. Ich mache ein paar Gespräche. Ah, der berühmte Captain des Chaos-Trupps. Ich bin eine... Ja, na toll. Ich bin bei meiner Operation auf Schwierigkeiten gestoßen. Glücklicherweise erlauben es mir Missionsprotokolle, euch um Hilfe zu bitten. Was genau meint ihr? Sagt mir, was ihr braucht. Der SID ist unfähig. Was haben denn die Protokolle damit zu tun? Ihr momentaner Auftrag war irgendwas mit Doktor irgendwas? Ohne ihn würden die imperialen Aufputschmittelfabriken praktisch zum Stillstand kommen. Es wäre ein großer Gewinn für die Republik. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendjemanden befreien. Ich habe das jetzt gerade nicht mitgelesen. Ne? Warum will er überlaufen? Können wir ihm vertrauen? Er ist noch nicht hier. Was genau steht zur Debatte? Das übliche Asylcredits. Wir haben einen Geheimagenten in der Aufbereitungsanlage. Er kümmert sich um die Details. Das ist eine heikle Situation. Wir müssen ihn kontaktieren, um herauszufinden, was vor sich geht. Ich werde ihn finden. Wie lautet euer Plan? Ich bin beschäftigt. Mission ablehnen. Ich werde mit dem Typen reden. Was? Nein. Dann würde seine Deckung auffliegen, also reden sollen wir mit ihm nicht.
Okay. Wir können erst mit ihm reden, wenn seine Mission, wenn seine Deckung aufgeflogen ist. Wo ist denn hier der Gleiterpunkt? Habe ich den nicht schon freigeschaltet? Der Gleiterpunkt ist es ja gar nicht. Doch, das war der Gleiterpunkt. Der Gleiterpunkt auch hier gleich beim Gleiterhändler. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. So, dann gehe ich mal hier in die Kommandozentrale rein. Das Gespräch tun wir uns jetzt auch noch an. Und dann in der nächsten Folge verlassen wir die Basis. Captain, der Ruf eures Trupps eilt euch voraus. Ihr seid hier sehr willkommen. Bitte tretet ein. Steht bequem. Ich bin General Corwin, zu Diensten. Das hier ist Major Trigg, meine rechte Hand. General, bleibt bitte beim Thema. Wenn wir jetzt nicht zuschlagen, wird das Imperium uns endgültig vom Planeten vertreiben. Ihr wisst, dass wir den Feind nicht angreifen dürfen, Major. Die Minen und Fabriken würden völlig schutzlos zurückbleiben. Das Risiko müssen wir eingehen. Ihr stimmt mir doch sicher zu, oder? Wir können nicht einfach zusehen, wie das Imperium immer weiter vorrückt. Ich könnte sie angreifen. Ihr habt recht. Wir dürfen nicht vorlich sein. Es gibt keinen Grund, Leute von eurer Verteidigung abzuziehen, General. Für den Chaos-Trupp wäre es ein leichtes, den Feind anzugreifen. Captain, eure Ankunft hier könnte ein entscheidender Schritt in Richtung Sieg auf diesem Planeten sein. Ja, natürlich. General, ich erhalte gerade einen Notruf aus den Arbeitslagern. Ich stelle ihn durch, Sir. Ist da jemand? General Corwin, ihr müsst uns helfen. Imperiale Pioniere haben die Giftleitungen aufgesprengt. Das Gift stürmt überall hin und verseucht meine Leute. Wir kommen nicht an den Imperialen vorbei, um die Rohre wieder zu versiegeln. Tut alles, um eure Leute da rauszuholen. Hilfe ist unterwegs. Corwin, Ende. Woher kam der Notruf? Ich kümmere mich darum. Ihr hättet angreifen sollen. Ich melde mich gern freiwillig. Danke. Ich gebe zu, ich hätte schon auf eure Hilfe gehofft. Ich will nicht, dass ihr eure Truppen von den Minen abzieht. Das könnte ein Schachzug sein, um uns herauszulocken. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, geht bitte zu dem Lager. Vertreibt die Imperialen dort und versiegelt die Leitung. Was ist mit den vergifteten Leuten? Ich helfe natürlich, General. Ich kann nicht Mission ablehnen. Diese Arbeiter werden doch bestimmt medizinische Versorgung brauchen. Das stimmt. Nehmt diese Heilungsaufputscher. Sie sollten dem Gift entgegenwirken. Sprecht mit dem Vorarbeiter, sobald alles sicher ist. Und viel Glück. Boah, ich hatte gerade ein krasses Déjà-vu, aber das liegt doch daran, dass ich die Mission schon vor ein, zwei Tagen angenommen habe mit meinen Gelehrten. Deswegen kam mir das jetzt so bekannt vor, was er da gelabert hat. So, aber warum das hier bei dem anderen Typen ging, das weiß ich nicht mehr. Irgendwie, keine Ahnung. Warum kann er nicht Basic sprechen? Selbst wenn ich das jetzt für mich leise vorgelesen hätte und nicht laut vorgelesen hätte, dann wäre ich glaube ich auch nicht hinterher gekommen. Weil es ist ja wieder 3 Uhr und da bin ich nicht so schnell im Kopf, wisst ihr? Da bin ich schon ein bisschen beschränkt. So, in der nächsten Folge werden wir dann mal einfach hier die Basis verlassen. Dann machen wir uns auf hier. Die Mission. Giftschutz. Das sind sogar 2. Und Arbeiterheilung. Bis zum nächsten Mal, euer Commander Peace. Peace out.